Wann geht's los? Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach unserer Pause bei Easy Young. Ich bin heute der Moderator für die Sendung, Simon, und mit mir mein Co-Moderator, Peter. Das bin auch ich. Ja, und ich glaube, wir fangen einfach schon mal ein bisschen an, was allen gefallen wird. Wir haben wieder einen super Quiz und mit geilen Preisen. Und zwar geht es heute um die Frage, was ist die Leibspeise von Zombies? Was würdest du sagen? Also, Mandeln, Antwort A, oder Antwort B, Gehirn. Zu gewinnen gibt es diese drei, also für drei Gewinner natürlich dann, super mega Packungen an Fahrgeschäften, Chips, Gutscheinen für die gerade im Moment eben laufende vierte Kirchweih. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei und eine Menge Spaß gratis garantiert. Also schreibt fleißig Kommentare. Hoffentlich mit der richtigen Antwort. Mandeln. Ja. Es geht dann auch gleich weiter. Wie ihr vielleicht seht im Hintergrund, da läuft was ganz Interessantes ab. Da wird nämlich live gerade jemand zombifiziert. Und ich glaube, wir können sehr dankbar sein, dass das heute funktioniert, weil Linda, ich hoffe, ich habe mir jetzt den Namen richtig gemerkt, jawohl, leicht zombifiziert vielleicht im Moment selbst ist, leicht angeschlagen, aber trotzdem es in die Sendung geschafft hat. Finde ich klasse. Wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben und später nochmal vorbeischauen. Ja, und wir haben es ja schon angesprochen, im Moment die vierte Kirchweih. Und darüber geht auch unser erster Beitrag. Wir waren da und haben ein bisschen Leute befragt. Schaut's euch an. Seit einigen Tagen ist es wieder soweit. Der Autoverkehr wurde aus der Fürther Innenstadt verbannt und hat Platz gemacht für die Schausteller mit ihren Buden und Fahrgeschäften. Ich habe noch was Schöneres gefunden, da war ich sehr verwundert, nämlich eine schöne Quelle über tourismus.nürnberg.de, völlig unverdächtig, weil ich wusste, dass da als erstes die Michaeliskirche derzeit kommt, steht: Kaum ein fränkisches Fest kann es mit der Fürther Kirchweih aufnehmen und deshalb darf sie sich auch zu Recht Königin der fränkischen Kirchweih nennen. Das steht, wie gesagt, unter tourismus.nürnberg.de. Jetzt haben wir hier diese Kirchweihtaler, was ist das? Also das ist die Fürther Währung, eine Parallelwährung, die allerdings sehr hart ist, denn Sie bekommen hier für 90 Cent kosten die im Einkauf 1 Euro Gegenwert. Und wir haben vor 11 Jahren diese Kirchweihwährung eingeführt mit 10.000 Stück. Heute haben wir 120.000 Stück und die werden uns tatsächlich aus den Händen gerissen. Wenn ihr jemanden habt, der noch nie auf einer fränkischen Kirchweih war, wo geht ihr als erstes mit dem hin auf der Fürther Kirchweih? Warsteiner Stand, oder? Warsteiner Stand, ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt gibt, ja. Aber wenn, dann machen wir natürlich einen schönen Bummel, fangen wir am Rathaus an und gehen über die ganze Kirchweih, weil die ganze Kirchweih ist interessant. Ja klar, logisch, man schlendert. Was man als erstes macht, eigentlich wurscht. Erst einmal was anschauen, dann was trinken und dann was fahren. Da hätte ich ein Karussell fahren können. Oder die Autoscooter. Das große Kettenkarussell. Auf jeden Fall aufs Riesenrad drauf und hat man einen schönen Überblick über die Stadt hier. Wunderbar. Na alles. Von A bis Z durchgehen. Was essen, zum Beispiel am Flammkuchen, weil sonst würde es nichts auf der Kerbe. Wenn Sie jetzt jemanden haben, der noch nie auf der fränkischen Kirchweih war, was muss der als erstes unbedingt sehen, damit er das mitkriegt? Der die Bierstände da bei der Morawski. Ne? Hier auf der Michaeliskirchweih, was muss man als allererstes machen? Als allererstes teilnehmen an der Eröffnungsfeier. Das ist das Erste, da hört man den Bürgermeister, da hört man den Pfarrer, da wird der Bieranstich, da kriegt man eine Freimaß. Das finde ich mit das Erste. Achtung, auf die Plätze, fertig, 1,
zwei, drei. Und noch nicht. Wir holen drei Schläge darauf. Auf eine friedliche, wunderbare Förderkamera 2015. Was ist dieses Jahr das It-Accessoire für die Förderkammer? Ja, das ist ja ganz klar. Da haben wir es ja. Schäuferlersprinz für die Männer und Bratwurstprinzessin für die Damen. Das muss man haben. Trägt man auch in Paris mittlerweile. Ja, als Frau hat man sowas an. Ja? Und, ist das was für euch, Kirchweih? Peter, wie sieht's aus? Ah, nicht so Fan davon. Stimmt schon, wenn diese betrunkenen Leute, durchgesenkter, unterdurchschnittlicher IQ-Wert, ich glaube, da kommen uns wieder nur Größenwahnsfantasien, wie wir sie alle auslöschen können. Ja. Oh, wir haben leichte Verluste zu beklagen, glaube ich. Passt ja gut zum Thema, aber bleib stark, Peter, wir schaffen das. Das tut mir genauso weh wie dir. Ja. Der nächste Beitrag hat auch gleich wieder mit unserem Thema zu tun und was hinter uns passiert. Aber davor vielleicht noch, wenn wir schon bei Verlusten sind, ja, wieso moderiere ich heute eigentlich, also wir zu zweit? Liegt ein bisschen damit zusammen, dass viele Easy Youngler, Studium, Schule, viele wichtige Dinge eben beschäftigt sind. Aber wir sind noch hier, Peter und ich. Und wir sind für euch da und werden weiter moderieren. Ja, Peter ist schon lecker, oder? Ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, wenn man sich selbst essen würde. Aber was auf jeden Fall ein Wort ist, was selbst Word kennt, ist Nachlebensherausforderungen. Passt mal gut auf, ob ihr es im nächsten Beitrag bemerkt. Das ist David Fischer. Er macht diese Woche ein Schülerpraktikum. Ja, hallo David, ich bin Hubert Müller vom Verein für humanes Endleben in Fürth. Und bevor wir jetzt mal reingehen, hätte ich hier ein bisschen dich als Ausrüstung für dich. Dann schauen wir mal. Wir gehen mittlerweile eben einen deutlich kommunikativeren Weg eben mit unseren Patienten. Es gab da letztes Jahr einen etwas unschönen Zwischenfall. Und seitdem haben wir gemerkt, man kann da im Miteinander sehr viel erreichen. Das heißt, ihr kümmert euch um nichts. Nein, bitte nicht dieses Wort, ihr bevorzugt die Bezeichnung Menschen mit besonderen Nachlebensherausforderungen. Also das ist ein viel schönerer Begriff. Ja, dann frag ihn mal, wie es ihm bei uns gefällt. Komm. Wie gefällt es Ihnen hier in dieser Praxis? Okay. Und wie ist das Essen hier? Alles klar. Dankeschön. Ich mache ja momentan hier ein Schülerpraktikum. Was hättet ihr denn so für Jobchancen? Es ist ja momentan die Fürther Kirchweih, vielleicht könntet ihr da ja beim Grusehaus aushelfen. Damit du ein bisschen Führung kannst, habe ich dir mal hier auf der Laptop unsere E-Learning-Plattform vorbereitet. Wenn du einfach mal ein bisschen übst und dich darauf schnell! Es gab einen Ausbruch! Herr Präsident, also, die Polizei hat in der Fußgängerzone beim Rathaus gesehen. Thank you.
Ja, ich habe hier mal meinen eigenen Zombie ein bisschen mitgebracht. Verstehen uns sehr gut. Wie soll es bei euch denn? Versteht ihr euch auch gut? Wir verstehen uns auch sehr gut und es läuft auch gut. Auch wenn das alles ein bisschen Zeit benötigt, aber wir versuchen unser Bestes auf jeden Fall. Ja, ich habe ja gehört, du warst ja auch bei diesem Zombie-Walk dabei und hast da auch geschminkt. Erzähl mal, wie kommt es denn dazu, dass man als Mädchen nicht halt schöne Augen, schöne, ich weiß nicht was sonst noch alles so schminken kann, wir kennen uns da nicht so aus. Zombies, ja, wie kommt man drauf? Also zum einen arbeite ich ja beim Kulturcafé Z9 und da, also wir sind die Veranstalter des Zombie-Swags sozusagen. Und wir kamen auf die Idee, weil spätestens nach The Walking Dead und diesen ganzen Serien einfach dieser Zombie-Hype ausgebrochen ist und das eigentlich zum Trend geworden ist. Und auch gerade die Mädchen eher ja so auf dem Ich-mach-mich-schön-Trip ja oft sind und die können aber eindeutig auch anders, wie man ja gerade in dem Beitrag gesehen hat. Also hässlich geht auch. Was wirst jetzt bei dir dann alles verwesen? Was ist das für ein Zombie? Also wir machen jetzt einfach nur noch eine Wunde, die vom Mund aus aufklafft. Dazu brauchen wir Latexmilch und Watte. Das ist eigentlich erstmal schon alles. Da muss man verschiedene Lagen machen und das muss gut trocknen. Deswegen sind wir ein bisschen im Zeitstress. Und ja, dann schneiden wir die Wunde sozusagen auf, klaffen sie auf und den Rest erledigt das Kunstblut. Hört sich ziemlich brutal an. Glaubst du, das tut weh? Ich glaube, es beginnt schon. Ja, sag mal, wie lernt man sowas eigentlich? Weil das ist jetzt nicht so das Gewöhnliche. Gibt es da Kurse oder wie hast du es gelernt? Also die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Wie mache ich das und was tue ich da dann eigentlich? Und ganz ehrlich, ich habe mich bei YouTube mit Tutorials weitergebildet sozusagen. Also da gibt es wunderbare Videos und da gibt es auch mit unterschiedlichsten Materialien wird da hantiert und da kann man auf jeden Fall sich einiges abgucken, aber dann muss man es auf jeden Fall einfach ausprobieren und selber mal probieren, wie man am ehesten mit den Materialien klarkommt und so weiter. Von dem her Learning by Doing, aber viel falsch kann man nicht machen, weil je schlechter es ausschaut, desto besser. Ja, dann ich glaube, das ist eine abschließende Frage noch. Was ist denn dann so dein Lieblingsmenschenfleisch? Mein Lieblingsmenschenfleisch? Brains. I like brains. Sehr gut. Ja, ich bekomme hier so merkwürdige Signale, einmal von Peter, ja, und von der Regie. Ich glaube, ich soll nochmal aufs Gewinnspiel hinweisen. Und zwar gibt es da, nochmal zu wiederholen, sehr geile Fahrtchips zu gewinnen für die vierte Körper. Nur natürlich jetzt im Moment, beeilt euch, kommentiert fleißig. 3 gibt es zu gewinnen, wenn ihr einen schönen Tag haben wollt und ihr habt gerade keinen Peter zur Verfügung, dann kommentiert. Ja, ich glaube, ich setze mich mal wieder hin. Peter ist doch ein bisschen schwer, ich treibe mehr Sport. Und wir haben jetzt noch einen Beitrag für euch. Und zwar, wenn wir schon bei Zombies sind, gibt es ja auch viele populäre Zombie-Spiele im Moment. Super Überleitung, es geht nämlich jetzt auch um Spiele und andere digitale Medien. Wir waren nämlich auf der Pressekonferenz von Networks unterwegs und was die alles so geredet haben, zeigen wir euch jetzt einfach mal. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz für das Lageprojekt Networks Kultur und Öffentlichkeit zwischen Analog und Digital. Das ist eine Projektreihe vom 9. bis 25. Oktober. Ja, in diesem Jahr jetzt ein weiteres Festival. Jetzt Networks, ich meine, die Frage ist, wie weit verändert es die Kultur, die digitale Welt? Folgen sind das, was wir diskutieren, nicht die Frage, soll diese Digitalisierung stattfinden. Diese Frage ist längst beantwortet. Es geht gar nicht ohne. Und es gibt auf der anderen Seite auch Youngsters, die bewusst auf analog setzen. Unser Ziel in Fürth ist es hier, einen Kontrapunkt aufzusetzen und zu sagen, entdecken Sie doch mal die positiven Seiten der neuen Medienwelt. Vielen Dank, Frau Reis. Die vierte Ebene.
Alle Strategien und alles, was wir an Digitalem und alles an Kommunikation machen, zielt auf diesen Blog. Die Kanäle, in denen wir arbeiten, das sind natürlich klassischerweise Facebook und Twitter. Wir haben eine kleine Besonderheit, die wir als Kulturveranstalterin mit als erste auch bundesweit konsequent nutzen werden. Mit Periscope stellen Sie im Grunde Live-Videos ins Netz. Man kann hier auf dem Bildschirm sehen, die Live-Übertragung und die Kommentare dazu, weil wir haben jetzt 4 Zuschauer. Das ist übersichtlich. Die Zuschauer können mit Hilfe eines Herzchens liken. Vielleicht schreibt man nochmal einen Kommentar. Und zum Glück hat das mit den Herzchen verstanden. Hat er zum Erlanger-Programm auch noch was zu sagen? Völlig auf. Das Projekt ist ein Kunstprojekt im Kunsthaus, in dem auch Network insgesamt eröffnet wird. Das heißt Extra Live. Es gibt ein Theaterstück, Get It As A World, was mit Spielkonsolen arbeitet, wo es die Begrenzung von Besucherinnen und Besuchern gibt. 30 Besucherinnen, die zugelassen sind, weil alle Besucher mit der Spielkonsole im Theaterstück selber agieren müssen. Also in Fürth haben wir eine Klammer. Wir starten mit einer Theateraufführung unseres Ensemble Kult und starten auch dieses Kind- und Jugendensemble und wir enden mit einer Theaterperformance. Dann haben wir ein ganz Riesenprojekt, eigentlich das Hauptprojekt, unsere Games-Arten oder Garten für Games, ein Containerdorf im Kulturforumshof, wo sich nur mit Games beschäftigt. Also Games-Arten ist letztendlich ein Wortspiel aus Games, Kunst und den Garten. Eröffnet wird das Ganze am 17.10. mit einer großen Start-up-Veranstaltung im Kulturforum Fürth. Dort wird es ein umfangreiches Bühnenprogramm geben mit 8-Bit-Musik, Cosplay-Contest und anderen Sachen. Besonders am Montag, den 19., werden wir in Kooperation mit Nürnberg das Derby 2.0 machen. Das hier ist der Pokal, den es zu gewinnen gibt aus dem 3D-Druck. Die Gruppe, also praktisch ein Derby, das sowohl in Nürnberg als auch in Fürth gespielt wird und live ins Netz gespielt wird. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Anwesenden für die tolle Stunde. Sind vielleicht jetzt nicht die spannendsten Angelegenheiten immer, aber dafür hat es sich richtig gelohnt. Wir haben nämlich jede Menge Flyer abgestaubt. Hier, Tattoos ohne Ende, geht's auch drum. Dann sehr empfehlenswert, Theaterstück, man sieht sich. Wird es halt eben am 9. Oktober, ich glaube, es ist Freitag, wenn ich richtig zählen kann, was ich nicht oft schaffe. Schaut's euch an, wird bestimmt spannend. Save the Data haben wir auch noch schön was. Das weiß ich jetzt nicht genau. Networks, Programmzettel und natürlich Games. Jetzt wird es schwierig. Arten, Garten, Games, Arten. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Auch unsere schönen Dekorationen übrigens haben wir ausgeliehen im Prinzip von Networks oder Games Arten. Die werdet ihr bestimmt auch nochmal sehen, wenn ihr da fleißig brav hinkommt. Und das werdet ihr bestimmt, sonst lassen wir die Zombies los. Ja, eigentlich wollte ich jetzt zum Abschluss noch schon eine schöne Stand-up-Comedy-Nummer machen, stimmt's? Aber wird leider nichts. Beine fehlen. Stattdessen, glaube ich, schauen wir jetzt nochmal kurz, wie es beim Zombies aussieht. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn da hinten? Seid ihr im Zeitdruck? Können wir schon vorbeischauen? Ich höre Zombie-Geräusche, ich glaube, das ist gut. Ich lasse dich mal hier, aber ich komme wieder. Ja, dann wäre es nämlich auch bald soweit, wenn ihr fleißig abgestimmt habt. Wir schauen jetzt erstmal hin. Ich habe noch nichts gegessen, ja, das wird heute nichts mehr. Und geht es dann später noch so weg? Ja, nach Hause. Mein Gott, sie kann sprechen. Sie werden intelligenter, nehmt euch in Acht. Ja, wie sieht's denn aus? Regie, haben wir glückliche Gewinner? So.
Ich würde sagen, da drin ist Menschenfleisch und 3 Stücke darfst du zur Belohnung holen. Lecker. Unser erster Gewinner. Wer hat das denn geschrieben? Ein Fabian Wannemüller? Wannemüller? Wannemüllen? Wannemüller, glaube ich. Wannemüller. Das könnte sein. Ja. Okay. Glückwunsch. Tobias Weiß. Und? Eine Julia Fritsch. Ja, dann Glückwunsch. Da müsst ihr jetzt tatsächlich die Produktion fragen, wie ihr denn die bekommt, aber ganz sicher bekommt ihr und könnt euch darüber freuen. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr auch Lust habt, mal bei Easy Young mitzumachen, meldet euch doch einfach. Wir haben noch ein paar Freiplätze. Wir haben sogar noch andere Schaufensterpuppen. Also, Peter gehört mir, aber wir haben auch noch Weibchen. Ja, dann würde ich von meiner Seite aus sagen und natürlich von meiner Seite aus. Tschüss und man sieht sich auf jeden Fall wieder hier bei Easy Young.